Siedepunkt. Stunden später erreichen König Arthas und Anubarak am Fuße des Eiskronengletschers endlich die Hauptfestung der Geißel. Wir haben es geschafft, Anubarak. Unsere Streitkräfte sind versammelt und warten. Seid gegrüßt, König Arthas. Ihr kommt gerade noch rechtzeitig. Illidans Nager und Blutelfen haben Stellung am Fuß des Gletschers bezogen und... Arthas, mein Champion. Endlich seid ihr hier. Meister? Ein Riss durchzieht mein Gefängnis, den Frostthron. Meine Energie entschwindet durch ihn. Darum haben eure Kräfte nachgelassen. Aber wie? Die Runenklinge Frostgram war einst mit mir in diesem Thron eingeschlossen. Ich schob sie aus dem Eis, damit sie den Weg zu euch findet, um euch dann zu mir zu führen. Und so ist es geschehen. Eine große Gefahr bedroht uns. Mein Schöpfer, der Dämonenlord Kiljeden, hat seine Schergen geschickt, um mich zu vernichten. Wenn sie den Frostthron vor euch erreichen, ist alles verloren. Die Geißel wird vergehen, aber nun schnell. Ich gebe euch alle Macht, die ich noch entbehren kann. Ich habe eine weitere Vision des Lichtkönigs gesehen. Er hat meine Kräfte wiederhergestellt. Nun weiß ich, was ich tun muss. Es wird Zeit, das Spiel zu beenden. Ein für alle Mal.